schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Party in Japan geht weiter. Es ist ja mit immerhin 50 Billionen Yen auch eine Party der gehobenen Klasse. 1,7% Feste ist der Nikkei heute Morgen aus dem Handel gegangen. Der Markt in Frankfurt wird sich erstmal nicht bewegen, zumindest solange wir noch keine Daten vom US-Arbeitsmarkt bekommen haben. Das gibt es erst am Nachmittag. Und solange schauen wir dann ein bisschen auf die Charts, zumindest in dieser Sendung. Und die kommen heute von Rüdiger Maas. Er hat unter anderem dabei Apple und die Commerzbank. Die Rettung Zyperns könnte die Wirtschaft ja ziemlich in den Würgegriff versetzen, könnte einen schweren Schlag versetzt haben. Die Regierung rechnet in der neuesten Prognose mit dem Einbruch der Wirtschaftsleistung bis zu 13% im laufenden Jahr, weil die Finanzwirtschaft der wichtigste Wirtschaftszweig ist, könnte die geplante Abwicklung der Laiki Bank viel tiefere Kratzer in die Wachstumsbilanz reißen. Und das könnte wiederum dazu führen, dass Zypern mehr Geld braucht, weil Steuereinnahmen ausbleiben. Die EU-Kommission rechnet bislang nur mit einem Rückgang von 3,5%. Ohne greifbares Ergebnis ist die erste Gesprächsrunde zwischen den internationalen Geldgebern und Griechenland zu Ende gegangen. Die Vertreter der Troika sind in Athen, um Fortschritte bei den Sparbemühungen zu überprüfen. Für Griechenland geht es um die Auszahlung einer Tranche von 2,8 Milliarden Euro, die eigentlich schon im März fällig gewesen wäre. Franziska Schimke, schönen guten Morgen nach Frankfurt. Was wird denn der DAX machen heute am letzten Handelstag dieser Woche? Ja, gestern war ja der große Tag der Notenbanken, so ist es richtig. Und von Seiten Japans, ja, da haben wir einen ordentlichen Paukenschlag erlebt. Das hat den DAX zunächst erst einmal auch über die 7.900 Punkte mal getrieben. Aber die Worte von Mario Draghi, vor allen Dingen ja die rund um die Konjunktur, die haben dann doch nicht so richtig zum Jubeln angeregt. Und somit ist man hier gestern mit einem Minus von 0,7% aus dem Handel gegangen. 7.817 der Schlussstand hier. Es gab im Tagesverlauf ja auch Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone für die Dienste und auch die waren nicht wirklich berauschend gewesen. Das heißt, es gibt hier durchaus weiterhin Belastungsfaktoren. Schaut man sich allerdings den Dow Jones an, dann sagt man, dort gab es ermutigende Signale von Seiten der Geldpolitik. Japan, dass die Staatsanleihekäufe ja absolut ausgeweitet mehr als erwartet. Und auf der anderen Seite hat man von Seiten der EZB ja auch schon künden lassen und verläuten lassen, dass man offenbar darüber nachdenkt, Hilfen bei der Kreditvergabe an kleinere und mittlere Unternehmen zu vergeben. Und das ist etwas, was ganz gut ankam. Es gab aber dann auch wiederum Konjunkturdaten, die hatten größere Gewinne verhindert und somit der Dow dann 0,4% im Plus letzten Endes. Der Nikkei erneut weiterhin richtig, richtig beflügelt von Seiten der Notenbank von Japan. Da sehen wir ein Plus von 2% und das erste Mal seit 2008 war der Nikkei auch wieder über der 13.000-Punkte-Marke, auch wenn man dieses Niveau nicht so richtig halten kann. Beim Hang Seng hingegen sehen wir ordentliche Verluste. Gestern blieb dort ja die Börse geschlossen. Heute ist man auf den tiefsten Stand seit September gerutscht. Die Vorgaben also mehr als gemischt. Das heißt, wir warten heute hier ab. Wir warten auf weitere Konjunktursignale im Laufe des Tages. Gibt es da ein bisschen was? Unter anderem die Einzelhandelsumsätze für den Februar, die Auftragseingänge für die Industrie aus Deutschland. Und dann kommen die großen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Und weil wir eben genau auf diese warten, werden wir relativ unverändert wohl in den Handel starten. Dankeschön, Franziska Schimke, für den Moment. Der Auslieferungsstopp beim Dreamliner macht Boeing schwer zu schaffen. Wir haben mal nachgezählt. Im ersten Quartal hat Boeing insgesamt nur 137 Maschinen der verschiedenen Baureihen ausgeliefert. Der europäische Wettbewerber Airbus hat hier die Nase vorn. Der kommt im gleichen Zeitraum auf 144 Maschinen. Und das heißt, im Jahresvergleich steigert sich Airbus um 10%. Stillstand dagegen bei Boeing. Verkaufsschlager bei Boeing ist die 737 mit zuletzt 102 Maschinen, die man ausgeliefert hat. Und bei Airbus verkauft sich der Mittelstreckenjet A320 oder die A320-Baureihe mit Abstand am besten. Der weltgrößte Computerbauer Hewlett-Packard kommt einfach nicht zur Ruhe. Der heftig kritisierte Chef des Verwaltungsrats, Ray Lane, tritt überraschend zurück ins Glied. Er bleibt als einfaches Mitglied in dem höchsten Firmengremium sitzen. Die HP-Aktionäre hatten Lane zuletzt einen ziemlichen Denkzettel verpasst. Er war bei der Hauptversammlung im März mit einer knappen Mehrheit von rund 59% wiedergewählt worden. Nachdem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestern überraschend gestiegen sind, schauen natürlich die US-Anleger und nicht nur die am Freitag ganz gespannt auf die offiziellen Daten vom Arbeitsmarkt. Hedgefondsmanager Thomas Rudy verrät jetzt im Interview mit Caroline Oltersdorf, was er erwartet, wie die Daten
die expansive Geldpolitik beeinflussen werden. Wir haben am Donnerstag auch hier in den USA auf die EZB geschaut und natürlich auf die Fed, auf das Anleihenkaufprogramm. Bei mir zu Gast ist heute Thomas Rudi, Vorstandsvorsitzender von Capital R Investments. Es gibt ja jetzt vermehrt Stimmen, dass dieses QE3 doch vorzeitig beendet wird. Was erwarten Sie da? Das kann ich mir durchaus vorstellen, denn die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen ist das eine. Die erholt sich im Moment ganz gut und das Programm dazu zu knüpfen ist natürlich ein sehr populistischer Weg. Aber wir müssen natürlich auf die Inflation schauen. Im Moment geht die Börse natürlich nach oben, ganz extrem, setzt neue Rekorde an jedem Tag und das könnte natürlich Inflation beflügeln und wenn Inflation in den Markt kommt, dann muss die Fed reagieren und das Programm beenden und die Zinsen erhöhen. Das Programm ist gekoppelt mit der Arbeitslosenquote, da sind wir schon beim nächsten Thema. Es gab am Donnerstag Daten vom Arbeitsmarkt, überraschender Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Am Freitag dann die offiziellen Daten. Was erwarten Sie da? Ich erwarte im Moment durchwachsene Zahlen, die werden so bei 190.000 liegen. Da wird die Börse vielleicht etwas negativ darauf reagieren, aber ich würde mich dadurch nicht irritieren lassen. Man muss doch auf den langfristigen Trend sehen und der ist doch klar positiv. Es werden Arbeitsplätze in den USA geschaffen, man lässt sich von Europa nicht beeinflussen. Das heißt, der Trend ist ganz positiv. Einige Rückschläge wird es geben, aber man muss auf den langfristigen Trend schauen. Thomas Rudi, Dankeschön für die Einschätzung. Wir schauen also am Freitag ganz genau auf den Arbeitsmarkt, außerdem auf die Verbraucherkredite und auf die Außenhandelsdaten für Februar. Samsung hat im ersten Quartal einen Gewinnsprung erzielt. Starken Verkaufszahlen bei den Smartphones zum Dank. Um mindestens die Hälfte dürfte das operative Ergebnis von Januar bis März gestiegen sein, teilte Samsung Electronics mit. Analysten rechnen jetzt damit, dass sich dieser Trend auch wirklich fortsetzen wird. Im zweiten Quartal beginnt nämlich der Verkauf des neuesten Aushängeschilds. Das ist dann das Smartphone Galaxy S4. Die Deutsche Telekom wird den MetroPCS-Aktionären kein neues Angebot machen. Man ist überzeugt, bereits ein gutes Angebot vorgelegt zu haben. Mehrere Großaktionäre von MetroPCS hatten bessere Konditionen gefordert und gedroht, die Fusion mit T-Mobile USA notfalls platzen zu lassen. Und das wiederum hat zu Spekulationen geführt, die Telekom könnte ihr Angebot nachbessern. Freitag kommender Woche, also in einer Woche, stimmen die Anteilseigner von MetroPCS über die Verschmelzung ab. Der Automobilzulieferer Continental baut in Russland eine neue Fabrik für Motorenteile. Das Werk kostet rund 20 Millionen Euro. Die Produktion soll beginnen schon im Februar 2014. Bis 2015 sollen dann dort neue Jobs entstehen, 100 an der Zahl. Die Fabrik wird Teile für Motorensteuerung bauen und für Kraftstoffzufuhr. Es ist heute der Tag nach dem Tag der Notenbanken. Gestern haben nacheinander die Bank of Japan, die Bank of England und die EZB Einblicke in ihre Geldpolitik gegeben. An den Märkten hat das für Bewegung gesorgt. Vor allem die japanische Notenbank feuert hier aus allen verfügbaren geldpolitischen Rohren. In Europa wollen die Verantwortlichen dagegen noch ein bisschen abwarten. Mario Draghi hat gesprochen. Der EZB-Präsident will flexibel bleiben und die Geldpolitik der Entwicklung in der Eurozone anpassen. Bedeutet, es könnte durchaus eine erneute Senkung des Leitzinses geben. Draghi betonte jedenfalls, zum Handeln bereit zu sein. Es sei intensiv über die Zinsen diskutiert worden. Experten sehen durchaus Handlungsspielraum. Die Frage sei allerdings, was eine Zinssenkung bringen würde. Da wird man jetzt in den kommenden 4 Wochen nochmal überlegen, ob das mehr Sinn macht, ob das Effekte mit sich bringen kann. Ich glaube schon, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit insgesamt angestiegen ist für eine weitere Zinssenkung und dass man vielleicht auch sogar mit mittlerweile mehr als 50% Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass es dann im Mai soweit sein wird. Volle Offensive heißt es dagegen in Japan. Den Leitzins kann die Notenbank nicht verändern. Der ist schon bei Null. Allerdings weitet der neue Bankchef Haruhiko Kuroda die Programme für Anleihenkäufe deutlich aus. 50 Billionen Yen pro Jahr will die Zentralbank investieren. Mehr als doppelt so viel, wie die Experten erwartet hatten. Das zeigt, Kuroda lässt den Ankündigungen der vergangenen Wochen Taten folgen. Weitere Maßnahmen sind nicht ausgeschlossen. Die Inflation ist das kleinere Übel zur Deflation und von dem her wird es auch am Markt so gesehen. Und es gibt im Moment für Japan keinen Ausweg. Die müssen den Yen schwächen. Die Anleger werden die Notenbanken in den nächsten Monaten also im Blick behalten müssen. Sowohl in Europa als auch in Japan ist das letzte Wort zur Geldpolitik noch lange nicht gesprochen. Bei uns geht es jetzt gleich weiter mit der technischen Analyse. Rüdiger Maas von iliotwave.de hat nicht nur den DAX dabei, sondern Neuigkeiten zu Apple und den Chart der Commerzbank hat er auch mit im Gepäck. Gleich nach einer kurzen Pause.